Eigentlich war es ein ganz normaler Donnerstagmorgen. Wieder nur Post von Leuten, die Geld von mir wollen. Ihr glaubt, es sind mal wieder Drohbriefe. Bis Tom plötzlich etwas entdeckte. Da ist ja ein Bild von dir in der Zeitung. Was? Zeig mal her. Ja, Mr. Frostata, Tiefkühlgigant, Eisklotz des Jahres. Oh, cool. Also mir wäre das eher peinlich. Wieso? Es wäre ratsam, wenn du nicht nur die Bilder angucken würdest. Ja, du bist zum unsympathischsten Unternehmer des Jahres gewählt worden. Ha, end's cool. Na, ich weiß ja nicht, ob ich das end's cool finden würde. Du schadest mit deinem schlechten Ruf dem Unternehmen. Und gefährdest viele Arbeitsplätze. Dass du nicht alles weißt, Frau Professor. Du könntest ja mal jemandem eine großzügige Spende zukommen lassen. Dann bekommst du auch einen guten Ruf. Tja, ein guter Ruf ist das für grüne Drachen, die dauernd Glück verschenken müssen. Aber schon eine Stunde später erhielt Arctus einen Anruf vom Verkaufschef seiner Tiefkühlfirma. Ja, aber haben Sie das Foto von mir in der Zeitung gesehen? Ja. Leider nur schwarz-weiß. In Farbe sehe ich ja noch viel besser aus. Herr Arctus, die Situation ist alles andere als amüsant. Wegen der schlechten Presse haben wir schon 2 Absagen von Großkunden. Aha. Ja, und was haben die so abgesagt? Na, ihre Bestellungen. 25.000 Packungen Tiefkühlpizza. Sie müssen etwas tun. Kein Problem, ich esse das Zeug selber. Du, sag mal, wie war das nochmal mit der Spenderei? Weißt du, ich frag nur, so aus Langeweile. 4 Tage später war es soweit. Ich hatte aus den vielen Spendenanfragen an Arctus 3 herausgesucht und eingeladen. Also, dann führ mal den ersten rein, der meint, er sei mein Geld wert. Was ist denn das für ein Wurzelzepp? Das ist der Andal. Er sammelt für seine Jugendgruppe beim Trachtenverein Almrausstamm aus München. Ja, dass der nicht aus Afrika kommt, sehe ich auch. Servus. Ja, Tag. Sag mal, Meister, was macht ihr so in eurem Verein, außer in eingelaufenen Hosen rumzulaufen? Na, Schubladeln. Das ist ein traditioneller bayerischer Tanz, bei dem der Bursch um sein Mädel wirbt. Danke, Frau Professor. Bitte. Schubladen, das ist nichts für mich. Ich schlag lieber andere als mich selbst. James, wirf den Jungbayern den Löwen zum Fraß vor. Was? Ja, war nur ein Gag, mach dich mal wieder locker in der Lederhose. Du kannst abrauschen, zurück auf die Alm, von mir gibt's nix. Was? Nix, was? Raus! Arctus, du kannst den Jungen doch nicht ohne irgendetwas nach Hause schicken. Ja, da hast du wenigstens ein bisschen was. Vergiss Gott. Bitte. Weiter so. Und? Was hat der da für ein Problem? Das ist ein Herr vom örtlichen Umweltschutzverein. Er kämpft gegen die Klimaerwärmung. Aha. Es geht darum, die Polkappen zu retten. Kappen für Polen? Wozu das denn? Da spende ich lieber Häubchen für Holländerinnen, die sind wenigstens hübsch. Mit den Polkappen sind Nord- und Südpol gemeint. Ja doch, Frau Professor. Richtig. Dafür müssten Sie doch eigentlich Verständnis haben. Es geht darum, das Packeis zu retten. Hör mal, Meister, mich interessiert nur Schokoeis. Und wegen mir muss man es auch nicht einpacken. Ich esse es gleich. Danke und tschüss. Hier zum Trost. Ich finde das wirklich toll, was ihr Jungs für die Umwelt macht. Ihr habt's wirklich nicht leicht. Danke. Ihr aber auch nicht. Bei dem Typen da unten könnte man sich ja glatt eine Klimaerwärmung wünschen. So, der Letzte. Wenn das jetzt nichts wird, behalte ich mein Geld und meinen schlechten Ruf, sage ich euch. Haje, was ist denn das für ein Pinguin? James, ist das ein Kumpel vom Nordpol? Pinguine gibt's nur am Südpol. Das ist Frederik.
Er sammelt für den örtlichen Knabenchor. Für so einen verschwende ich mein Geld nicht. Gib ihm doch wenigstens eine Chance. Ich habe ja noch gar nicht gesungen. Ja. Schafft mir diesen Knaben vom Hals. Ave, 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 James, abführen! Maria, hey, ich kann noch etwas anderes. Vielleicht gefällt es Ihnen besser. Was? Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du kommst aus den Wolken, dein Weg. Nein! Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Hey. Mal Blumen von Blumen. Komm mal her. Nimm das. Danke, das ist aber nett. Aber das Geld bekommst du nur, damit du endlich die Klappe hältst. Und jetzt machen ab, aber schnell! Mach dir nichts draus. Ach, das ist immer so. Du hast wunderschön gesungen. Ja, ja, kein Problem. Ja. Und ist er weg? Also ich finde es toll, wenn Jungs mal was anderes machen, als nur vor der Glotze zu sitzen. Hey, bei einigen wäre es aber besser, sie säßen etwas mehr vor der Glotze. Also Arctos, so einfach ist das bei dir. Hm? Man muss ja nur ein bisschen mit Gesangskultur drohen und schon fließt die Kohle. Was, Kultur? Also ich kann auch noch ein bisschen Kohle gebrauchen. Notte giorno fatica al perché nulla sa flattir. Piove vento sa portar. Mancia il pane e fa dormir. Aus mit dir! Notte giorno faticar, perché nulla sa gradir, piove lento sa portar, mangia male, mal dormir.